Und damit herzlich willkommen, meine lieben Leute, zurück zu einem neuen YouTube-Video. Die Sonne ist da, das Wetter kommt zurück und damit ist die Hautpflege immer wichtiger. Ich persönlich kenne mich in der Thematik Sonnencreme gut aus, aber um hier noch bessere Antworten auf eure Fragen geben zu können, habe ich die Alice hier mitgebracht von Dermanostic. Alice, geht's dir gut soweit? Ja, das freut mich. Auf das Interview mit dir. Ich werde dich heute ein bisschen löchern. Wir haben einige Fragen zum Thema Sonnencreme, Hautpflege. Was soll man machen, was sollte man nicht machen? Und ich hoffe, du kannst uns da weiterhelfen. Sehr gern. Es gibt natürlich so viele unterschiedliche Arten von Sonnencreme. Wir haben jetzt mal drei Modelle hierher gebracht. Könntest du uns so erklären, was so die Unterschiede zwischen den ganzen sind und worauf man da achtet? Ja, sehr gute Frage. Also die erste ist immer, wenn ich Sonnencreme benutze, erstmal wann und dann welche. Und gibt es die perfekte Sonnencreme? Bevor man so tief einsteigt in die Materie, einen Schritt zurück, es gibt zwei verschiedene Arten. Das heißt, es gibt die chemischen und die physikalischen Sonnenschutzfilter. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich aus der Kindheit, diese so sehr fettigen Cremes, die nicht eingezogen sind und wo man dachte, ich muss nur noch länger warten. So, das sind die physikalischen. Ja. Und dann gibt es die chemischen. Die chemischen ziehen in die Haut ein und an der Oberfläche merkt man fast gar nichts mehr. Also das sollte nur einmal vorher klar sein, dass es diese Arten gibt. Ja, super. Das sind echt sehr interessante Informationen. Aber irgendwie ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich jetzt eine chemische von einer physikalischen Sonnencreme wirklich unterscheiden könnte. Ja, also das heißt, wir wollen es ja nicht kaufen und dann nachträglich feststellen. Eben, das ist es. Das ist genau richtig. Deswegen der Blick auf die Rückseite, wo die Inhaltsstoffe draufstehen, kann Aufschluss bieten. Mhm. Wenn es etwas ist, das physikalisch ist, dann steht da Titaniumoxid oder Zinkoxid, also Dioxid. Oxid sollte da hinten drin stehen. Okay. Das ist wie ein kleiner Spiegel, der nicht richtig abgewaschen werden kann. Und ansonsten, jetzt kommt das Komplizierte. Bei den chemischen gibt es verschiedenste Arten an Begriffen. Ja. Und bevor man alle auswendig lernt, kann ich empfehlen, als Tipp, einfach immer nach diesen zwei Begriffen zu gucken. Und wenn sie nicht erscheint, dann ist es ein chemischer Filter. Manchmal steht es übrigens auch vorne drauf. Das heißt, ich würde jetzt theoretisch in eine Drogerie gehen können und stehen dann diese zwei Begriffe drauf. Wüsste ich, das wäre eine physikalische, ansonsten wäre es eine chemische. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay, super. Das ist die Zusammenfassung. Ja, aber bevor wir uns jetzt mal die ganzen Sachen hier genauer angucken, eine Frage mal vorweg. Sind das jetzt hier chemische oder physikalische Sonnencreme? Also was haben wir denn eigentlich hier vor uns? Ja. Also mit dem Blick auf die Rückseite sehen wir, das wird alles hier ein chemischer Sonnenschutzfilter sein. Was gut ist, weil heutzutage die Erwachsenen, ich auch, benutzen gerne diese Variante, die einzieht und nicht an der Oberfläche verbleibt. Für Kinder ist das super. Bis zum zweiten Lebensjahr auch die einzige Variante, die man empfiehlt. Und danach greift man zu der alternativen Möglichkeit. Ja gut, aber das beantwortet ja jetzt trotzdem nicht, warum es dann immer noch so viele verschiedene Sonnencremes gibt. Ja. Was ist denn da so der Unterschied? Stell dir vor, das ist wie bei T-Shirts. Warum gibt es so viele verschiedene T-Shirts, Marken? Und das Gleiche ist auch bei Cremes. Wir haben welche, die sind ohne Duftstoffe. Wir haben welche, die sind extra für empfindliche Haut. Wir haben welche, die sind vielleicht nochmal gegen Akne. Ja, das heißt, dass Inhaltsstoffe, Salicylsäure mit enthalten ist. Also das heißt, im zweiten Blick, nachdem ich mich entschieden habe, chemisch oder physikalisch, gucke ich, für welchen Hauttypen ist das geeignet. Vielleicht ist es für alle Hauttypen geeignet. Und vor allem, wie fühlt es sich auch bei mir an? Also es kann sein, dass dir deine Pflege Sonnencreme gefällt, aber dass ich sage, boah, irgendwie, das fühlt sich nicht so gut an. Also das ist eine Typsache, wie bei der ganz normalen Textilindustrie. Um das Ganze auch ein bisschen jetzt hier am Beispiel zu besprechen, haben wir jetzt mal drei Produkte von Eucerin, Aderma und Aven mitgebracht. Und ich würde dich jetzt einfach mal darum bitten, könntest du die mal so ein bisschen miteinander vergleichen und uns so ein bisschen Vor- und Nachteile aufzählen, was so wie funktioniert? Ja, klar. Super, danke. Ich mache das direkt mal so. Ganz soll ich dir mal meinen Arm hier? Genau, ich mache jetzt ein kleines bisschen von der Creme drauf und du vermischt es und in der Zeit erzähle ich was dazu. Also, das, was hier draufsteht, Sun Gel Creme. Es ist etwas leichter für die Haut. Also, es ist nicht so fettig. Mhm. Es wird in die Tiefe wahrscheinlich einziehen. Ich habe gerade nicht die zwei Begriffe gesehen. Es wird einen chemischen Sonnenschutzfilter haben.
Wie ist der Geruch? Ich rieche es auch. Der Geruch ist sehr schön, deswegen habe ich gerade schon mal gerochen, weil es tatsächlich sehr angenehm ist. Absolut. Und das, was jetzt hier noch drin steht, Anti-Sand-Effekt, klar, wenn ich jetzt am Strand bin, möchte ich nicht, dass es draufklebt. Und wenn ich auf der Rückseite gucke, ganz klassische Inhaltsstoffe. Also wir haben hier Parfüm, also das erklärt den Geruch. Wir haben, es ist auf einer Wasserbasis, wir haben aber auch eine alkoholische Komponente drin. Es kommt darauf an, wenn jemand eine Neurodermitis hat, dann würde ich zu einer Sonnencreme extra für Neurodermitis raten. Hier könnte es super auch für die Haut sein, weil es eine leichte Textur ist. Ein Anti-Glanz-Effekt ist da. Ja. Wir wollen nicht so fettig glänzen. Und also das wäre jetzt erstmal so Vorteil von dieser Creme oder was darin enthalten ist. Ja, cool. Also die hat mir jetzt schon vom Geruch her sehr gefallen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich würde mir jetzt einfach mal Aderme hier angucken und dann mal gucken oder wie gesagt dich mal gucken lassen, was da so drin steckt und wie die mir jetzt helfen würde als Beispiel. Also vom Hautgefühl muss ich tatsächlich sagen, dass diese Creme sich sehr viel fettiger anfühlt und ein bisschen dicker auch anfühlt, währenddessen die Creme, die wir davor benutzt haben, sehr leicht auf der Haut ist. Und vom Geruch her würde ich auch tatsächlich sagen, dass es nicht ganz so stark gerochen hat wie die hier. Wohingegen, ich meine, stark ist gut gerochen so. Das passt auch sehr gut. Also wir haben hier eine Creme, hier hatten wir eher eine Gelcreme, die ist leichter, die ist etwas konsistenter. Plus, was man hier gut lesen kann, ist, wir haben eine Wasserresistenz, also wasserabweisend. Wenn es als Creme wasserabweisend ist, fühlt sich das schon eher an wie Richtung Fettcreme. Genau. Ja, also das heißt, wir sind, es ist einfach insgesamt reichhaltiger vom Gefühl her. Alle anderen Informationen, ich gebe auch den Tipp, bevor man jetzt, wenn man keine Problemhaut hat, bevor man sich jetzt jeden Inhaltsstoff einzeln anguckt und man ist gar nicht so tief drin, auf den Verpackungen stehen schon die wichtigsten Stichpunkte. Also wir haben hier 50+, UVA und UVB-Schutz, also sowohl gegen Alterung als auch gegen Sonnenbrand, Burning und wasserabweisend als Creme. Auf jeden Fall, das ist sehr interessant, dass du es jetzt gerade nochmal erwähnt hast hier so beiläufig. Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht, deswegen betone ich das jetzt einfach nochmal so stark, dass UVA tatsächlich für Alterung steht, also das A, Alterung, und das UVB für Brand steht und dass es dementsprechend unterschiedliche Wirkungen hat. Das ist tatsächlich sehr interessant. Man hat das UVA früher gar nicht immer mit reingetan. Ach, tatsächlich? Ja, also UVB, das war der Hauptschutz. Und dann hat man festgestellt, die Haut altert. Man kann das auch schützen, indem es einen UVA-Schutz gibt. Also auch da gerne immer drauf gucken, dass beide Varianten am besten draufstehen. Wenn wir eh schon dabei sind mit UVA und UVB, der Lichtschutzfaktor. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Lichtschutzfaktoren, aber wann benutze ich welchen Lichtschutzfaktor? Also wann brauche ich welchen? Wann ist es nötig, mir beispielsweise 50 zu kaufen? Wann 30? Ja, das hängt davon ab, erstmal welchen Hauttypen man selber hat. Es gibt 6 Hauttypen nach Fitzpatrick. Hauttyp 1 verträgt nur 3 bis 5 Minuten an der Sonne, dann kriegt die Person einen Sonnenbrand. Blau oder grüne Augen, rötliche Haare. Du wirst viel länger an der Sonne bleiben können ohne einen Sonnenbrand, weil du hast schon einen natürlichen Sonnenschutz. Das heißt, theoretisch würde Lichtschutzfaktor 30 reichen, weil deine Eigenschutzzeit, meine ist zum Beispiel 15 Minuten, wird multipliziert mit dem Faktor. Also 15 mal 50 Minuten. Okay, ein bisschen Mathematik. Genau. Ja, dann wären wir eigentlich auch schon bei unserem letzten Produkt hier. Was gibt es denn eigentlich hier noch zu beachten? Genau, also hier der erste Blick. Wir haben UVB, UVA. Mhm. Dann schauen wir der Lichtschutzfaktor. Wenn du ihn siehst, auf den ersten Blick kann ich ihn jetzt gar nicht erkennen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn da steht sehr hoher Schutz, sollte es 50 sein. Es wird wahrscheinlich irgendwo anders auf der Verpackung stehen. Und jetzt mache ich mal meinen, du hast schon viel eingecremt. Mal gucken, was wir jetzt hier herauszaubern. Okay, von der Textur her sehr leicht. Ja, wir gehen Richtung zwischen Gel und Creme. Das wird auch eher einziehen. Ich merke, dass es sich gut verteilen lässt. Vom Geruch her würde ich sagen, neutral, ja, neutral, vielleicht so ein bisschen, ja, man merkt schon, es hat einen Cremegeruch, aber jetzt nicht mit Parfüm besetzt. Eigentlich schade, dass jetzt hier der Lichtschutzfaktor nicht direkt drauf steht oder nicht so prominent. Und es ist auch hier chemisch, wie zu Anfang gesagt.
an Besonderheiten. Es ist extra bei, steht jetzt hier, aktinischer Keratose, also Haut, die schon vorgeschädigt ist. Das heißt, ich gehe von einem Lichtschutzfaktor 50 aus. Okay, verstehe. Also es gibt tatsächlich auch nochmal wirklich welche, die für vorgeschädigte Haut gemacht wird. Das heißt tatsächlich, dass Sonnencreme in so vielen Variationen aufkommt, dass es wirklich wichtig und gut ist, dass wir das Ganze jetzt mal hier besprochen haben. Ne? Ich hoffe tatsächlich, das hat euch ein bisschen Aufklärung gegeben über das Thema Sonnencreme. Solltet ihr Fragen haben, stellt uns unbedingt alle eure Fragen. Und ich würde mich dann ansonsten bei dir bedanken dafür. Und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder für ein oder das andere Video, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Ne? So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, liebe Leute. Lasst ein Like da, lasst Fragen da, falls ihr Fragen habt. Guckt auf jeden Fall auch auf Insta nach. Und ansonsten sehen wir bzw. hören wir uns hier wieder. Ciao. Ciao.